Wie lange dauert es, bis das gesamte Spendenaufkommen an afrikanische Staaten gezahlt, in Zinszahlungen in die Geberländer wieder fließt? Wie lange dauert das? Sagen Sie eine Zahl, riskieren Sie eine Antwort. Einfach so aus der Hüfte geschossen. 10 Jahre. 10 Jahre. Haben wir ein anderes Angebot. 10 Jahre dauert es, bis das gesamte Spendenaufkommen als Zinszahlung in die reichen Länder zu uns, halbes Jahr. Drittes Angebot, dann löse ich es auf. 5 Tage. Also 10 Jahre, halbes Jahr zu viel, 5 Tage zu wenig, 14 Tage. Und das ist eine dramatische Zahl. Jetzt kann man sich doch fragen, Jungs, was ist da? Da ist was kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie krank ist denn dieses System? Wenn Sie nur dieses Packende nehmen, und wir werden, wie gesagt, ich komme da gleich nochmal von der anderen Seite drauf, können auch nachher drüber diskutieren, wenn Sie nur dieses Packende nehmen, dass Menschen bereitwillig sagen, ich möchte diesen Menschen helfen, ich möchte die Not lindern, ich spende aus meinem verfügbaren Geld etwas für die Hungernden. Und dann fließt das in 14 Tagen wieder in die Geberländer zurück. Spätestens dann ist ja der Augenblick, dass wir uns für diesen Zins- und Zinseszinsquatsch unbedingt interessieren müssen. Weil wenn wir es nicht tun, dann haben wir ein Stück Wirklichkeit nicht verstanden.